Dankeschön. Ich glaube, ja, wir sind jetzt wieder da. Spielen Killing Floor. Kennt ihr keiner davon? Keiner von euch kennt das Lied, ich frag gar nicht erst. Ingenieur. Wieso? Soll ich Ingenieur sein oder Sprengmeister? Ich bin Feuerteufel. Okay, dann bin ich Ingenieur. Eine richtige Klasse muss immer dabei sein. Ey. Angster! Angster! Braucht niemand. Ja. Lädt doch bei mir. Lädt noch. Hagen. Hagen schreibt mir gerade. Kannst du mich in den Chat einladen? Ich schreibe einfach, dass wir per Skype chatten. Oh Mann, ja. Hang schreibt okay klein, dann macht er noch mal so ein Sternchen und schreibt okay dann wieder groß. Da seht ihr mal, was das für ein Grammar Nazi ist. Das ist schlimm. Munition. Wie war das? Intolerante Leute fühlen sich durch Tippfehler gestört. Und dann stand da nicht intolerante Leute, sondern inkolerante Leute fühlen sich durch Tippfehler gestört. Inkolerante. Oh, Christian, was hast du die ganzen Ferien überhaupt so vor? Schule machen. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Mann. Um mich mit Freunden treffen, ne? Du hast Freunde? Ja, ohne Freunde. Ja, Punkt für dich. Ich hab meine Geschichte noch gar nicht zu Ende erzählt. Und dann... Ja? Und dann auf einer Party... Also Christian, es war das 12er Fest auf dem Schulhof. Ja, da. Da bin ich gerade, also da haben die mich mit Wasserwerfern bis auf das Unterhemd, also bis auf die Knochen nass gespritzt. Oh, heiß. Und da bin ich dann im Unterhemd nur noch rumgelaufen. Hab sie dann getroffen. Auf einmal kommt so ein Typ mit so riesigem Luftschlangenspray, sprüht ihr nicht in die Haare, aber so. Die kann den Kopf noch wegdrehen. Auf den Kopf. Yeah. Und ich sag mir so, ey, du Blödmann, was soll das? Ich hab immer einen Zahnstocher dabei, wenn ich eine Zahnspange trage. Nimm den Ballon von unten, halt den an seinen Ohren, zersteche ihn mit dem Zahnstocher. Der guckt so blöde, ey. Und dann ziehe ich ja das Zeug aus dem Arm. Dann zum Schluss habe ich ja einfach so random, als wir im Gang, ey, mach die Tür nicht zu, Hagen, du Blödmann. Was soll ich? Und da habe ich einfach meine Handynummer gegeben, fertig. Hab bis jetzt auch noch nicht geschrieben, aber. Ach, schön. Was auch schön. Ihr Rühr. Christian, das wird doch nix. Es wird was. Ich muss mir Mühe geben und ich will mir keine Mühe geben. Just believe. You just gotta believe. Christian, kannst du mir ein bisschen Knete pumpen? Ich hab selber nichts mehr. Oh, Junge! Immer für Flammenwerfer ist teuer, Mann. Flammenwerfer ist teuer. Flammenwerfer ist teuer. Ja, Christian, deine Freundin ist auch teuer. Darüber kann er wieder nicht lachen. Doch, kann ich. Aber jetzt nicht. Ja. Wir sind gerade im Krieg, daher. Wir sind gerade. Was heißt, wir sind gerade im Krieg? Waren wir vor 5 Monster. Minuten? Vor 5 Minuten waren wir etwa nicht im Krieg? Hey, der. Ja, stimmt. Okay, scheiß drauf. Gegen wen eigentlich? Gegen Monster. Achso, ich dachte schon wieder gegen die Franzosen. Nein, Franzosen. Nicht schon. Die sind doch eh kacke. Was? Nein. Franzosen. Ich kann nur darauf hinweisen, dass französische Damen wundervoll sind. Naja, wenn du meinst. Nee, ich kenne französische Sängerin. Oh, mit der haben toll. Wir was auf so einem... ja, in so eine Website aufgenommen. Hot Bargains on Things to Kill With. Total geil. Was? Boah, Backofenpommes. hast du das da in den Chemieraum geschrieben mit Stift? Was denn? Na hier, Backofenpommes. Ja, das war ich. Ja. Die Crawler, die fallen vom Himmel. Die werden vom Spiel lediglich ausgekackt. Die werden von Gott gesandt. Die werden vom Himmel geschissen. So ist es. Ich finde schön, dass die Map hier so klein ist. Ja, ich auch.
Allgemein. Feuer! Verbrennt den Feuer! Tötet sie alle! Schreib Hagen einfach, pass auf die Franzosen auf! Hagen schreibt jetzt bestimmt zurück, Franzosen! So wie ich ihn kenne. Oh, ich treffe niemand. Ja. Ich treffe immer und ich habe eine Schrotflinte. Ich habe einen Flammenwerfer. Ich treffe eigentlich alles eigentlich. Ist irgendwie. Munition! Ruhe, Britannia, Britannia all the waves. Ah, Junge, das ist... Warst du schon mal in England? Ich war noch nie in England. Ich auch nicht. Aber in Frankreich war ich. Ja. Ich würde sagen, würde die Luftlinie zwischen Berlin und Malle nicht zählen, dann würde Frankreich ungefähr ein Drittel seiner vermeintlichen Besucher vermissen. Also ich glaube, einmal als ich nach Portugal gefahren bin. Warst du Portugal? Ja, also ich war 2 Jahre oder 1 Jahr. Oder, also ich war noch ganz klein. Es gibt so viele Geschichten von mir aus Portugal und die sind alle gut. Die musst du dir mal von meinen Eltern erzählen lassen. Mach ich eh nicht. Ja. Ich vergesse es sowieso. Vergesse das. Oh, jetzt habe ich einen Ohrwurm, fick dich. Von was? September. Echt? Oh, ich wollte gerade singen, aber meine Stimme ist im Arsch. Ich habe nämlich heute Morgen mit meinem Bruder, also mit Lustiger Aff, dem Pyro hier, Super Mario Galaxy gespielt und da haben wir so laut geschrien und ich habe so laut gejohlt, weil Hagens, wir waren das allerletzte Level. Wir haben 100% geschafft und da hat uns 1% gefehlt und das war das letzte Level. Das ist richtig sauschwierig. Man hat ein Leben und muss sich durch 6 mit Gegnern vollgepackte Level kämpfen. Und das ohne einen Fehler zu machen. Hagen hat gespielt, ich war Assistent und Hagen ist ganz kurz vor Schluss. Wir waren schon am Ziel, wir konnten schon in das Ziel reingehen. Hagen ist dann zum Schluss nochmal gestorben. Er hat sich einen Boomerang. Er hat den Typen getötet, der den Boomerang geworfen hat und dann ist der Boomerang zurückgekommen, hat ihn erwischt und dann ist er gestorben und da habe ich so laut geschrien. Und deshalb ist meine Stimme jetzt weg, deshalb kann ich nicht September singen. Schade. Soll ich die Hintergrundmusik ausmachen und das einfach drunter legen? Mach's doch einfach, ja? Mach's! Ja, na klar. Also, ich muss jetzt aber in die Einstellung gehen. Hilf mir, gib mir Rückendeckung. Ich werde gerade wieder gefressen, weil ich in der Einstellung bin. Verfickte Crawler, Pissies. Einstellung. Audio, Fake-Lash und Musik. Gut. Hier kann das Lied beginnen. Easy. Also ich singe das Lied gerade. Ich spiele das dann einfach wieder ein. Junge, das ist so. Ich habe es richtig. Meine Gegner. Weg. Ne, weißt du, was ich jetzt mache? Nimmt das Spielvolumen auf? Also nimmt das alles auf? Christian, gib mal Rückendeckung. Du musst mir Rückendeckung geben. Gib mal Rückendeckung. Ja, ja. Gib mal Rückendeckung. Komm. Bin da. Oh, Junge, jetzt September hören, Junge. Das ist meine beste Idee. Von Earth, Wind and Fire übrigens, für alle die... Ah, Junge, Earth, Wind and Fire, das ist so die absolute Gute-Laune-Party-Band. Und mein Internet-Explorer will sich gerade nicht öffnen, weil das Internet vollkommen überlastet ist. Ich stehe einfach nur da und gucke die Wand an. Ja. Ich traue mich gerade überhaupt nicht, mein Spiel zu öffnen. Ist es schwarz? Schwarzbildschirm? Ach ja, das muss ich übrigens auch noch erzählen. Apropos schwarz, schon hier, nachdem die 12er ihre blöde Party gemacht haben, also als ich dann langsam wieder trocken wurde, habe ich auch angefangen, mich zu amüsieren. Dann haben die zum Schluss noch so ein Programm gemacht und das Programm, da hatte ich einfach keinen Bock. Bin dann nach Hause gelaufen. Also auf dem Weg nach Hause bin ich an ein paar Schwarzen vorbeigekommen. Und wir waren halt beide richtig gut drauf. Einer von denen hat mich gegrüßt. Ich habe zurückgegrüßt. Und dann dachte ich mir, dann haben wir uns gefreut. Dann dachte ich mir, jetzt gehöre ich dazu. Warte, Christian, sag mal kurz nichts. Ich will gucken, ob es funktioniert. Meine Fresse, das wird langweilig für die Zuschauer. Aber Mann, für das Lied lohnt es sich. September. Jetzt September hören, Junge. Läuft das Spiel überhaupt noch? Ist nicht mehr. So, es lädt. YouTube lädt. Es funktioniert! Yay.
Ich mach mal den Headphones wieder auf. Do you remember the 21st night of September? Geh auf den Lex, dann still hart. Leute, war das schön. Leute, war das schön. Ich habe nichts gehört. Ja, ich weiß. Christian, du bist ja auch unwichtig. Dankeschön. Ich weiß. Danke. Das so, höre ich, fast jeden Tag, höre ich. Denn. Echt? Nein, Christian, du bist wichtig. Du bist die wichtigste Person in meinem Leben und ich liebe dich über alles. Boah, bist du schwul oder was? Ich hab Freunde, Junge. Christian, also, du musst jetzt nicht damit in den Augen angehen die ganze Zeit in der Aufnahme. Doch, muss ich. Ja, okay. Muss ich gerade machen. Okay, für einen Gamer ist das schon ein riesiger Erfolg. Ey, ich bin kein Gamer, ich bin... Na gut, vielleicht. Ja, vielleicht, wer weiß. Christian, ich glaube, du hast mich die ganze Zeit nur singen gehört, richtig? Nein, es geht immer... Genau so ging's. Oh. Ist rumgeschwommen. Ich hab genau 6 Schuss in meiner Schrotflinte. Kann mir jemand Geld für Munition pumpen? Nö. Na gut, komm her. Wo bist du? Hier. Bist du? Oh, danke. Oh, die stürzen sich drauf wie die Geier. Ich hab 6 von 9 Granaten und es sieht so aus wie 69 Granaten. Hier, ich geb dir den Rest wieder. Ach, brauchst nicht mehr, achso. Oh, Hagen, schnell, Hagen hat sich den Rest geschnitten. Piss dich, Hagen. Scheiße. Da liegen einfach mal Rohrbomben da auf der Straße.
Okay, scheiße, er kommt. Er kommt. Er kommt. Boah, wie verziehe, Alter. Oh Scheiße, er schießt! Body, nee, nee. Was? Ich kann das nicht. Oh shit! Was machst du denn tot? Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da wo es dampft. Aua. Ich wollte jetzt eigentlich einen coolen Spruch bringen und mir ist auch gerade einer eingefallen, aber dann habe ich ihn sofort wieder vergessen. Ich wollte gerade irgendwas mit Kessel sagen oder irgendwas mit dir, aber ich habe. Mann, jetzt habe ich mein besten. Ich sage euch, der Spruch wäre bombastisch geworden. Hier ist er, mir. Ja, ich laufe so schnell ich kann. Also 2 km/h, weil mehr in diesem Spiel auch nicht möglich ist. Ha! Hey. Und habe ich. Schön. Habe ich uns gerade den Kill weggesnackt? Ja, hast du. Du Hure. Was? Geld! Ich gebe Hagen das Geld, Hagen gibt dir das Geld und du schmeißt es weg. Ich schmeiß es weg. Ja, genau. Das ist so, wenn wir in einer WG leben. Ich verdiene das Geld, ich gebe es Hagen, weil Hagen die Bank ist. Hagen gibt es dir, weil du sagst, oh, du kaufst ein und du schmeißt es dann einfach weg für, keine Ahnung, Grüschnäpfen. Für Mitten und Drogen. Fuchsnäpfen. Immer wenn wir zu Oma und Opa gehen und Oma von ihrer Rente noch zu viel. Dann gibt's Koks. Nein, und Oma noch. Hefe, Sanders Lehrer, Biotic Slap. Biotic Slap ist ja, krass. Ja, Biotic Slap. Genau. Das klingt immer so wie Biotic und dann Slap. Slap, genau so. Slap. Und immer wenn wir von Oma Geld bekommen, dann ist Hagen die Bank. Also Hagen muss das Geld immer zwischen mir, ihm und unserer Cousine aufteilen. Welcher Cousine? Lot. Ja, Rotten, die reich ist. Die reich ist. Die ist reich, ja. Und den Perk auswählen. Ich bin diesmal. Ja, warte mal. Also Leute, wir beenden hier die Folge. Hat Spaß gemacht. Hoffentlich hat es euch auch Spaß gemacht. Alles klar. Macht's gut.